Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich muss jetzt gerade ein bisschen leise sprechen, denn es ist erst kurz vor 8, eigentlich ja erst kurz vor 7, denn heute ist der Tag der Zeitumstellung gewesen, mir um den 28. März. Ich bin um diese Uhrzeit schon so rausgeputzt, denn ich mache jetzt gleich einen Ausflug mit einer meiner besten Freundinnen. Ich freue mich so sehr, ich freue mich schon seit Tagen darauf. Und bevor ich jetzt auch gleich ins Auto steige, zeige ich euch noch ganz, ganz schnell mein Outfit, denn es ist so richtig schön frühlingshaft. Ich habe hier meinen Mantel von Even & Odd an, dazu meine Bienenbrosche von Depot, eine blaue Hemdbluse von Mango, eine neue weiße Jeanshose von Stradivarius. Ich dachte mir, ich probiere das mal mit weißer Hose. Meine ganz, ganz neuen Vans. Juhu! Und meine Chloe Faye Tasche. Ja, jetzt muss ich mich auch schon sputen. Ich komme sonst nämlich zu spät. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr aufgeregt und ich freue mich total drüber, auch dass wir das jetzt noch machen können, bevor der nächste Lockdown kommt. Aber ich bin top motiviert, die Laune ist gut. Juhu! Ich freue mich, Entschuldigung. Jetzt geht's los. Also ich hole jetzt meine Freundin ab und dann geht's auch schon los auf die Autobahn. Und wohin? Ich zeig's euch dann gleich. Wir sind angekommen und zwar vor dem Schloss Schönbrunn. Juhu! Ich war noch nie im Schloss Schönbrunn drinnen, aber wir machen jetzt gleich eine Tour. Mit wir, meine ich. Meine Freundin Nati und mich. Juhu! Wir werden jetzt eine Tour machen, danach werden wir noch ein bisschen im Schlosspark spazieren gehen, zur Gloriette drauf und dann noch Wien unsicher machen, einen guten Kaiserschmarrn holen und einen schönen Tag verbringen. Wir haben sogar Zoom. Wir könnten ihn aber auch von hier noch fotografieren. Einen Fiaker. Sehr schön. Da ist ja gar keiner da. Ich glaube, wir sind die Einzigen. Wir sind jetzt in der großen Galerie angekommen. Schaut euch das mal an. Oh, die Decke. Wow. Das ist mega imposant. Schaut mal, wie groß der Raum ist, wenn ich da stehe. Das ist ewig weit. Nach unserem Rundgang im sehr, sehr schönen Schloss Schönbrunn, das wir für uns hatten, also es war niemand drin, schauen wir jetzt auch zur Gloriette drauf, weil da war ich auch noch nie, und blicken dann von oben hinunter. Wir schauen mal, was da drinnen ist. Ein Café, oder? Aber das hat jetzt nicht offen. Ah, das wäre schön, oder? Schauen wir mal schauen. Oh, wie schön wäre das, wenn man da jetzt was trinken könnte. Ein Glas Champagner, den ich jetzt schon trinken. Sehr schön. Schon sehr atemberaubend. Das schöne Wien. Und wir sind Punkt 12 vom Stephansdom. Aha. Wir haben den berühmten Kaiserschmarrn aus dem Demel, der Demel K&K Hochzuckerbäckerei, ergattert und haben einen Blick auf die Wiener Hofburg. Sonne scheint, es ist warm und wir werden jetzt essen. Na dann. Wir waren jetzt noch bei Five Guys. Ah, ich sehe da jetzt gar nicht die Pommes drin liegen. Und wir sind so geflasht, weil der hat einfach nur die Pommes in unsere Sackerl reingeschmissen. Oh mein Gott. Der hat einfach die Pommes reingeschmissen. Warum schmeißt er einfach die Pommes in den Sackerl? Schaut euch das an. Aber ich habe immer ein Servetten dazu gekriegt. Ich auch. Für Schotter Burger ziemlich, ziemlich gut aus. Lecker, Mahlzeit.
Hallihallo, willkommen zurück. Da bin ich wieder. Wir sind dann gestern, also heute ist Montag, neue Wochenstart. Wir sind gestern dann schon um 3 Uhr von Wien wieder nach Hause gefahren, weil uns ist dann doch recht frisch und kalt geworden. Es war ein super, super schöner Tag. Ich habe ihn so sehr genossen, das Schloss Schönbrunn anzuschauen. Wir hatten es ganz für uns alleine. Es war einfach nichts los. Dann zu Gloriette drauf zu gehen, in die Wiener Innenstadt, in den ersten Bezirk zu fahren, dort Kaiserschmarrn zu essen und die super leckeren Burger von Five Guys waren sehr, sehr gut, auf jeden Fall zu empfehlen. Aber, also ich bin super froh, dass wir das machen konnten. Für mich ist es wirklich immer so ein... Also solche Ausflüge, von denen zehre ich dann ewig lang. Das ist für mich wirklich ein Energieauftanken. Dadurch, dass ich eigentlich die meiste Zeit im Homeoffice bin, ich bin immer zu Hause und nicht wirklich viel rauskomme, bedeuten mir solche Tage wirklich sehr viel. Mein Mann findet das immer recht komisch, aber er geht ja jeden Tag ins Büro, er ist mit anderen Leuten zusammen. Auch wenn er dort arbeitet, kann er sich austauschen. Und ich bin halt hier und habe die Kinder und habe meine Arbeit mit euch, mein Smartphone, meine Kamera. Und kann mich so online vernetzen, austauschen. Aber es ist doch was anderes, wenn man einfach unter Leute kommt. Und deshalb freue ich mich auch immer so, wenn ich einkaufen gehen kann. Ihr habt es ja gesehen in den letzten Vlogs, wenn ich in ein Gartencenter fahren kann, ist es für mich so, wow, ich komme raus und das freut mich. Und ich plaudere auch gerne mit anderen Menschen und lache sie an und gebe ihnen Komplimente und ich freue mich da wirklich sehr darüber. Deshalb hat das wirklich, wirklich gut getan, den Moment zu genießen. Wir haben auch wahnsinnig viele Fotos gemacht und es war echt sehr schön. Aber, um wieder auf das Aber zurückzukommen, es ist halt schon was anderes, wenn man sich da nicht hinsetzen kann, wenn man den Burger auf einer Parkbank isst und man nicht einfach in ein Straßencafé gehen kann, einen Kaffee trinken, sich hinsetzen, so dieses, in Österreich heißt das Flanieren, also ja, sich treiben lassen, in den Tag reinleben, das nimmt einem diese ganze Pandemie schon ein bisschen weg. Jetzt bin ich aber wieder im Arbeitsalltag zurück. Ich bin hier schon fleißig am Arbeiten und Blogpost schreiben für die nächsten Tage. Mein Feed bei Instagram ist auch so richtig schön bunt. Ich glaube, so bunt war der noch nie im Frühling. Und ansonsten habe ich heute einen ruhigen Tag. Die Kinder sind wieder bei Oma und Opa. Wir haben zwar Osterferien, aber heute ist trotzdem Oma-Opa-Tag. Denen geht's gut, die lassen sich verwöhnen bei ihnen. Ich dachte mir, ich schaue jetzt mal mit euch in mein Paket von Fashionette hinein. Und es ist eigentlich total gemein, dass hier so ein Flyer dazu geschickt wird, wo man noch ein paar andere schöne Taschen und Sachen findet. Ich muss sagen, so Valentino-Taschen gefallen mir auch gut, aber die sind einfach unverschämt teuer. Ja, dann konzentrieren wir uns auf das, was ich bekommen habe. Ich habe jetzt nämlich zweimal die gleiche Tasche, einmal in Gelb und einmal in Schwarz. Und ich entscheide jetzt mit euch, welche ich behalte, weil ich behalte natürlich nur eine davon. Ich war mir aber unsicher, ob ich sie in Gelb oder in Schwarz möchte. Ich packe sie mal aus. Die ist ja toll. Also mein Spiegel ist nicht geputzt, aber so sieht die Tasche getragen aus. Und ich wollte nämlich eine Tasche, die man auch mal so mitnehmen kann, wenn man einkaufen geht, wenn man shoppen geht, die man im Auto hat, wo einfach was reingeht. Und ich habe gelesen in Rezensionen, ich habe jetzt nur mein Geldbeutel mal kurz reingeschmissen, da geht auch gut ein Tablet rein, man kann auch eine Trinkflasche reingeben. Man hat hier so einen extra Innenteil, wo auch einiges an Organisationsmaterial rein kann. Also ich sage jetzt mal Kugelschreiber oder Desinfektionsspray. Ich glaube, ich behalte die in Gelb. Das ist einfach wirklich meine Farbe. Ich habe jetzt auch gelbe Vans, wie ihr schon gesehen habt, vorhin in Schönbrunn. Oh, ich mag die. Kann man vielseitig tragen. Ist auch Stoff. Ja. Die bleibt. So, ich dachte mir, falls ihr auch Interesse habt an dieser Tasche, zeige ich sie jetzt euch nochmal ein bisschen im Detail. Dieser Schultergurt ist recht breit. Aus Stoff und hat irgendwie das gleiche Material wie der Gurt in einem Auto, finde ich. Die Tasche, ich gebe jetzt mal das Geldbeutel raus, ist komplett aus Stoff. Sie hat hier innen eben so einen Bereich, wo man in zwei Fächern alles Mögliche reingeben kann. Ihr habt hier auch noch einen Reißverschluss, was ich auch sehr praktisch finde. Dann hat die Tasche hier hinten einen Aufdruck mit der Marc Jacobs Style Tote Bag Location NYC Year 1984, also sie ist älter als ich um ein Jahr und hat oben auch noch einen Verschluss zum Zumachen.
Ihr könnt die Tasche eben am Stripe tragen oder auch ganz einfach den Umhängegurt abnehmen und die Tasche nur als Handbag, das können wir uns hier drin verstauen, so, und die Tasche einzig nur als normale Tote verwenden. Ich glaube, die schwarze Tasche ist etwas günstiger, die ist im Sale. Und diese Tasche habe ich aber mit Prozenten auch nochmal um 20 oder 30 Euro günstiger bei Fashionette bekommen. Fashionette kann ich auf jeden Fall empfehlen, da habe ich auch die See by Chloe, die kleine Camera Bag her. Und ich werde euch ganz bald einen Blogpost vorstellen, beziehungsweise einen Vlog zum Thema Handtaschen Accessoires. Bin sehr, sehr happy, gefällt mir. Ist so eine richtig schöne Frühlingstasche, ein Frühlingsbegleiter, die ich ganz, ganz oft tragen werde, das weiß ich schon jetzt. Hallo und einen schönen guten Morgen an diesem Mittwoch. Ich habe heute endlich meinen lang ersehnten Friseurtermin und ich glaube, ihr seht ganz gut, dass ich es echt dringend notwendig habe. Viele graue Haare, Ansatz, ich brauche einen neuen Schnitt. Ich bin heute sehr, sehr früh aufgestanden. Ich gehe aber jetzt lieber weiter, dass ich nicht zu spät komme. Es war 5.40 Uhr, aber dafür habe ich einen so schönen Sonnenaufgang gesehen. Ich war echt kurz bevor ich die Träne verdrücke, ich bin im Auto gesessen. Das war so emotional für mich, weil ich habe 5 Minuten vorher den Mond gesehen, im Vollmond. Dann einen Heißluftballon im Himmel und dann auch noch diesen großen orangenen Feuerball. Das war so schön. Und es zeigt uns doch, jeder Tag hat was Schönes an sich und in sich. Gut, und mein Tag wird heute besonders schön, weil Friseurtermin. Ich habe auch gleich meine neue Tasche ausgeführt und es war eindeutig die richtige Idee, denn hier ist wirklich einiges drin. Red Bull, mein Kamerastativ, mein Geldbörsel. Ja, also wirklich eine tolle Tasche, in der ich viel Platz habe. Mein Outfit ist heute auch schon sehr frühlingshaft. Heute soll es 25 Grad bekommen, also habe ich mir ein Kleid angezogen, drunter aber so eine Radlerhose. Ein ganz neues weißes Jackett und eine Lederjacke. Und jetzt freue ich mich auf hübsche Haare. Mit meinem Friseurtermin und wie immer super happy mit dem Ergebnis bei meinem Friseur beim Schneidewerk bei der lieben Simone. Ihr seht es jetzt nicht so gut. Ich muss das dann zu Hause nochmal filmen im Tageslicht. Die Farbe ist wieder aufgefrischt. Ich habe Curtain Bangs, also kürzere Stirnfransen. Wieder einen schönen geraden Bob. Jetzt muss ich aber noch Einkäufe erledigen. Ab morgen ist bei uns ja Osterruhe oder auch Lockdown. Ich möchte jetzt aber noch ins Bauhaus. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, in den Baumarkt zu fahren. Aber ich brauche einiges, um den Gartentisch draußen zu lackieren. Und ich sehe gerade, mein Akku ist gleich leer. Das heißt, ich muss Akku wechseln, mache mich jetzt auf den Weg in den Baumarkt. Und ich hoffe, ich komme da unter einer Stunde, na, wieder raus. Meld mich dann, wenn ich wieder daheim bin. Also, wie es zu erwarten war, ist der Parkplatzboom voll. Und ich stürze mich jetzt ins Getümmel und kaufe alles ein, was ich brauche. Ich habe schon mal die ersten Sachen bekommen und hatte obendrauf eine super tolle Beratung. Und zwar einmal hier einen Spray für unseren Outdoor-Kamin. Dann habe ich hier diese Holzlasur für den Tisch draußen. Pinsel, Schleifpapier, dann dieser Abschleifding.
außer ich schaue jetzt noch durch die ganzen Grünpflanzen für den Garten. Tomaten haben wir schon angesetzt, da brauche ich keine. Ich bin auch schon draußen aus dem Haus und habe noch frischen Lavendel gekauft und Margariten, Lieblingsblümchen für den Garten. Ich bin schon zu Hause angekommen. Jetzt kann ich euch die Haarfarbe auch etwas besser im Licht zeigen. Es ist wieder 8843, die Farbe, die ich am allerliebsten mag. Gerade jetzt schön knallig für den Frühling mit dem Schnitt. Bin ich super zufrieden. Wir haben jetzt nämlich diese Länge etwas angeglichen. Also hier ist noch immer so eine ganz, ganz leichte Stufe, aber es ist so ein gerader Long Bob Cut. Dazu Curtain Bangs, die jetzt schon ein bisschen ihre Form verloren haben. Also meine Stirnfransen wurden doch von so auf etwas mehr gekürzt. Kann sie auch seitlich tragen. Ja, dieses frisch vom Friseurgefühl ist einfach wirklich das allerbeste. Ich plaudere jetzt nochmal ganz kurz mit euch, denn ich, seht ihr mich, habe mir gedacht, ich werde diesen Vlog an dieser Stelle enden lassen. Gestern habe ich Pause gemacht, weil meine Kinder haben jetzt Osterfernsehen zu Hause und ich wollte den Tag mit ihnen verbringen. Wir haben gestern Pizza selbst gemacht, waren im Garten draußen. Morgen möchte ich auch im Garten schon ein bisschen anfangen zu arbeiten. Das wird aber dann ein neuer Vlog, wo es dann schon um ein... Da wird gerade gestritten. Wo es dann schon mal um ein Garten-Update geht. Also das war jetzt ein etwas kürzerer Vlog. Wir waren in Schönbrunn. Ich habe euch meine neue Handtasche gezeigt, die echt praktisch ist. Also ich kann sie euch auf jeden Fall empfehlen. Die Marc Jacobs Tote Bag ist super praktisch. Der Gurt war auch nicht so schwer. Also es war auch nicht so schwer, wie die Tasche voll war. Ich bekomme viele Sachen rein. Die werde ich jetzt sicherlich öfters tragen. Beim Friseur wart ihr auch mit mir. Habt ein bisschen zugeschaut. Ich bleibe einfach meiner Farbe treu und den Schnitt... mag ich noch. Mein Mann meinte, jetzt soll ich nach Hause kommen, es ist etwas kurz, aber im Prinzip ist ja fast nichts weggekommen. Dem ist alles zu kurz, was nicht so lang ist. Wir werden jetzt noch grillen. Da zeige ich euch dann vielleicht noch ein paar Einblicke, weil das Wetter so schön ist. Wir haben heute 24 Grad und was total verrückt ist, von gestern auf heute, haben alle Bäume hier in der Nachbarschaft zum Blühen angefangen. Verrückt, wie schön das jetzt auch ist. Ich melde mich dann wieder nach dem Osterfest bei euch. Wie kann man eigentlich so viel streiten? Hört ihr das? Ich habe ja keine Geschwister, ich bin ein Einzelkind. Ich verstehe gar nicht, warum man so viel mit jemandem streitet. Hi! Hi! Giacomo! Jetzt hupst du wahrscheinlich wieder genau vor die Linse. Ja, also, weg mit dem Schwanz. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei diesem Vlog, etwas kürzer als sonst. Und ich melde mich dann, wie gesagt, nach Ostern wieder. Ostern mache ich ein bisschen Ruhe und werde nicht vloggen, sondern werde einfach den Moment genießen. Ostern ist ja anders. Wir haben ja, wie gesagt, einen Lockdown. Dementsprechend können wir gar nicht viel unternehmen. Aber wir machen das Beste draus und ein paar Tage Ruhe tun auch sehr gut. Also ich zeige euch jetzt noch ein paar Einblicke vom Grill. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und ja, bis gleich beim Grill.